Bist du als Creator aktiv, entweder auf YouTube oder mit einem eigenen Blog oder Instagram oder von mir aus auch Facebook oder TikTok, egal wo eigentlich, und fragst dich jetzt, ob du dich irgendwo anmelden musst, ob du ein Gewerbe anmelden musst oder dich irgendwo selbstständig machen musst? Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du als Creator aktiv bist und damit Einnahmen generierst, dann bist du wahrscheinlich auch selbstständig. Das heißt, du musst dich anmelden, du hast regelmäßige Pflichten und musst Steuern bezahlen. Wann das genau ist und was du genau machen musst, das schauen wir uns jetzt einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Grundsätzlich kannst du dir schon einmal merken, wenn du eine Gewinnerzielungsabsicht hast und etwas nachhaltig machst, dann giltst du in Deutschland als selbstständig. Das bedeutet beispielsweise, wenn du auf YouTube aktiv bist und das Partnerprogramm anmachst und dadurch AdSense-Einnahmen generierst oder Affiliate-Links generierst, die du in die Videobeschreibung packst, dann hast du schon mal eine Gewinnerzielungsabsicht, weil ehrlicherweise das ist ja genau das, warum du das tust, weil du Geld bekommen möchtest. Und das Ganze hat auch einen nachhaltigen Charakter, weil das Video veröffentlichst du ja nicht nur einmal, sondern es bleibt auch nachhaltig noch online. Das heißt, es soll dir auch nachhaltig noch Einnahmen generieren. Und das führt dann dazu, dass du in Deutschland schon mal als selbstständig giltst und dich als Selbstständiger registrieren musst. Wenn das auf dich zutrifft, dann gibt es eine wichtige erste Frage, die du zuerst einmal beantworten solltest, bevor du irgendetwas tust. Und zwar die Frage, ob du freiberuflich tätig bist oder gewerblich tätig bist. Zu diesem ganzen Thema habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Freiberuflich sind zum Beispiel wissenschaftliche Tätigkeiten, unterrichtende Tätigkeiten oder aber auch künstlerische Tätigkeiten. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass du mit deiner Tätigkeit unterrichtend tätig bist oder dass du einen Wissenskanal hast und da in erster Linie wissenschaftlich tätig bist oder aber auch, dass du Kurzfilme drehst, die eher im Bereich Kunst anzusiedeln sind. Dann kann das durchaus sein, dass deine Selbstständigkeit freiberuflich ist. Allerdings gibt es da viel, viel Graubereich und so ganz eindeutig lässt sich das nicht zusortieren, einfach weil der Begriff des Creators noch relativ neu ist. In der Praxis kann ich dir sagen, dass du eigentlich fast immer sicherer fährst, wenn du dich als Gewerbetreibender anmeldest. Weil die Haupteinnahmen hast du ja über irgendwelche Partnerprogramme, über Affiliate-Programme oder aber durch eigene Produkte. Und all das gilt eher als gewerblich. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung, solltest du dir da gar nicht so viel den Kopf zerbrechen und wenn du sicher sein möchtest, dann wähle eher den Gewerbebetrieb. Das heißt, du solltest ein Gewerbe anmelden und keine freiberufliche Tätigkeit. Wenn deine Tätigkeit gewerblich ist, dann musst du ein Gewerbe anmelden. Das heißt, du brauchst einen Gewerbeschein. Und das ist seit einiger Zeit, Gott sei Dank, auch in den allermeisten Gemeinden online möglich. Das heißt, du googelst beispielsweise einfach Gewerbe anmelden Berlin und landest dann direkt auf der richtigen Seite. Und wenn du das ausgefüllt hast, bekommst du einen sogenannten Gewerbeschein. Ehrlicherweise sind die Fragen, die du da beantworten musst, auch nicht so richtig kompliziert. Es gibt allerdings eine Frage, da machen relativ viele Leute einen Fehler. Und zwar die Beschreibung deiner Tätigkeit. Da solltest du so allgemein wie nur irgendwie möglich bleiben. Wenn du nämlich zu spezifisch bei deiner Tätigkeit bist, dann kann ich dir heute schon garantieren, dass du das in einem Jahr oder in zwei Jahren bereust, weil du plötzlich merkst, dass dein Gewerbeschein viel zu eng gefasst ist und dann musst du dein Gewerbe ummelden und bestimmte Tätigkeiten ergänzen. Deswegen würde ich dir vorschlagen, das Ganze wirklich so weit wie nur irgendwie möglich zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn du YouTube-Videos drehst, könntest du Web-Videoproduktion reinschreiben. Oder aber du schreibst sowas wie Online-Marketing-Dienstleistungen im Internet. Also auch irgendwie so beschreiben, dass das so ein typischer Beamter in einem Gewerbeamt verstehen kann und so allgemein wie nur irgendwie möglich. Damit ist deine Anmeldung der Selbstständigkeit aber übrigens auch noch nicht abgeschlossen. Denn du musst dich nicht nur beim Gewerbeamt anmelden, sondern auch nochmal separat beim Finanzamt. Und Freiberufler übrigens, also wenn deine Tätigkeit freiberuflich ist, dann brauchst du dich gar nicht beim Gewerbeamt anmelden, dann meldest du dich nur beim Finanzamt an. Und das machst du idealerweise über Elster Online. Das heißt, das geht auch online und du registrierst dich dann einfach bei Elster Online, das ist das Online-Portal des Finanzamtes, und füllst da den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Das ist tatsächlich relativ kompliziert und deswegen habe ich dafür eine wirklich ganz detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung gedreht. Dieses Video verlinke ich dir einmal oben rechts und das machst du dann einmal bei Elster Online und ein paar Tage oder Wochen später bekommst du dann einen Brief mit deiner Steuernummer. Und diese Steuernummer, die brauchst du dann, um Rechnungen an deine Kunden zu stellen. Mit der Anmeldung deiner Selbstständigkeit bist du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin. Klingt toll und fühlt sich toll an, oder? Leider hast du auch eine ganze Reihe an Verpflichtungen und die erste Verpflichtung ist deine Buchhaltung. Du musst idealerweise monatlich eine laufende Buchhaltung machen. Das heißt, du musst deine Einnahmen
Einnahmen erfassen und deine Ausgaben erfassen und so deinen Gewinn ermitteln. Das kannst du entweder selber machen mit einem Buchhaltungsprogramm oder aber du beauftragst einen Steuerberater. Der kann dir übrigens auch schon bei der Anmeldung und der steuerlichen Registrierung helfen. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass zu den Einnahmen nicht nur das Geld gehört, was du bekommst, sondern auch die Sacheinnahmen. Das heißt, wenn du für bestimmte Aufträge oder Werbekooperationen auch Gegenstände zur Verfügung gestellt bekommst und die darfst du anschließend behalten, dann sind das auch Einnahmen. Das heißt, auch Sacheinnahmen musst du versteuern. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Content-Creator und Influencer vergessen, diese Dinge anzugeben und das weiß das Finanzamt natürlich. Das heißt, das ist so der direkte Weg zu einer fetten Steuernachzahlung. Aber die Buchhaltung ist auch nicht alles. Einmal im Jahr musst du Steuererklärung machen. Das musstest du noch nicht machen, wenn du bisher nur angestellt warst oder Student warst oder aber sogar nur Schüler warst. Du musst, wenn du selbstständig bist, 2 oder sogar 3 Steuererklärungen pro Jahr machen. Und zwar musst du immer eine Einkommensteuererklärung machen. Du musst auch immer eine Umsatzsteuererklärung machen. Und wenn du Gewerbetreibender bist, musst du auch noch zusätzlich eine Gewerbesteuererklärung machen. Die Deadline dafür ist immer der 31.07. des Folgejahres. Außer du hast einen Steuerberater, dann hast du etwas länger Zeit. Einen ganz häufig verbreiteten Irrtum höre ich zum Thema Gewinne oder Verluste. Wenn du jetzt gerade startest, beispielsweise mit deinem YouTube-Kanal, du dich gerade beim YouTube-Partnerprogramm angemeldet hast und ein paar Amazon-Affiliate-Links benutzt, dann machst du ja noch nicht so richtig viel Umsatz. Aber du hast vielleicht schon eine ganze Reihe an Kosten, weil du einen neuen Computer gekauft hast, eine Kamera gekauft hast, ein Schnittprogramm gekauft hast. Das heißt, du hast ordentlich investiert. Und dann denkst du dir vielleicht, naja, ich mache ja noch keinen Gewinn, also muss ich mich noch nicht anmelden. Das ist falsch, denn du musst dich anmelden, sobald du eine Gewinnerzielungsabsicht hast. Das heißt, sobald du deine Tätigkeit startest und damit Gewinne erzielen möchtest, musst du dich anmelden. Und das ist für dich auch ganz praktisch, denn wenn du in den ersten Jahren mehr Ausgaben als Einnahmen hast, dann machst du einen Verlust. Und diese Verluste kannst du mit anderen Einnahmen verrechnen oder sogar in die nächsten Jahre vortragen. Das heißt, du hast sowas wie eine, ja, man kann schon fast sagen, Steuergutschrift durch diese Verluste und bekommst dadurch in der Regel eine Steuererstattung. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen kann ich dir nur dringend empfehlen, dich so früh wie möglich als selbstständig anzumelden. Einen wichtigen Punkt solltest du in diesem Zusammenhang aber gehört haben und das ist das Thema Liebhaberei. Wenn du über viele Jahre nur Verluste machst und du auch nicht begründen kannst, warum du irgendwann mal Gewinne damit machst, dann kannst du das Ganze leider nicht machen. Dann geht das Finanzamt nämlich von sogenannter Liebhaberei aus. Das heißt, das Finanzamt sagt, das ist offensichtlich keine Selbstständigkeit mit der Gewinnerzielungsabsicht. Das ist nur ein Hobby und dieser gute jemand möchte sein Hobby irgendwie von der Steuer absetzen. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn du wirklich auch keine Absicht hast, Gewinne zu erzielen, sondern eigentlich immer nur Verluste machst, aber so ein paar Euro reinbekommst, um deine Verluste zu reduzieren, dann ist das noch keine Selbstständigkeit. Das ganze Thema Liebhaberei, das habe ich natürlich auch schon mal in einem Video aufbereitet. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Schau da unbedingt einmal vorbei. Da erfährst du auch, wie du idealerweise darauf reagierst, wenn das Finanzamt sowas nachfragt. Weil Content Creators wirklich kreative Menschen sind, gibt es in diesem Kontext eine Frage. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn ich es einfach nicht mache? Das heißt, wenn ich einfach ein bisschen meine Videos mache, da meine Einnahmen habe oder aber auch meine Sacheinnahmen einfach nicht angebe, was ist denn dann eigentlich? Wie findet das Finanzamt das eigentlich raus und was passiert dann eigentlich? Und auch das möchte ich dir gerne sagen. Das Finanzamt wird es herausbekommen und zwar aus 2 Gründen oder über 2 Wege. Erstens, wenn du eine Partnerschaft hast, eine Kooperation, zum Beispiel mit einem Unternehmen, was dir Produkte zur Verfügung stellt und du stellst diese Produkte vor auf deinem Instagram-Kanal, TikTok, YouTube, was auch immer. Ich kann dir garantieren, dass dieses Partnerunternehmen sehr wohl beim Finanzamt registriert ist und die Ausgaben, die sie haben, also die Bezahlung für dich oder auch die Gegenstände, die werden die wiederum in ihrer Buchhaltung angeben und dieses Unternehmen wird auch von Zeit zu Zeit mal geprüft und die Finanzämter wissen ja, wo sie gucken müssen und sehen dann, aha, da gibt es einen Partner, oho, dieser Partner ist ja gar nicht registriert und schon sind sie auf deiner Spur und werden herausfinden, dass du schon irgendwie selbstständig tätig bist. Und übrigens gibt es auch noch einen zweiten Weg, wie das Finanzamt sowas rausbekommt und eigentlich ist es so offensichtlich, dass es schon fast traurig ist, dass man das immer wieder erwähnen muss, ist, deine Arbeit als Content Creator ist öffentlich. Wer sagt denn, dass das Finanzamt nicht einer deiner Instagram-Follower ist oder deine TikTok-Videos guckt oder deinen Blogartikel regelmäßig liest? Deine Arbeit ist öffentlich und jeder kann nachvollziehen, ob du bestimmte Produkte vorstellst, sie mit Werbung kennzeichnest, Affiliate-Links benutzt oder dich bei irgendeinem Partnerprogramm angemeldet hast. Das kann jeder von außen sehen. Und in der Betriebsprüfung im Finanzamt, also in den Finanzämtern, gibt es tatsächlich Leute, die damit beauftragt sind, Social-Media-Profile durchzuschauen und zu gucken, ob das Ganze denn auch so angemeldet ist. Deswegen kann ich dir nur dringend davor abraten, diese Dinge nicht anzugeben. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, und dann? Was passiert denn dann, wenn das Finanzamt da auf den Trichter gekommen ist, dass du eigentlich selbstständig bist? Und das Erste, was das Finanzamt macht, ist, es schätzt deine Einnahmen.
Und ich kann dir schon mal eine Sache sagen, es ist nie günstig, wenn das Finanzamt deine Einnahmen schätzt. Das Finanzamt tendiert immer so ein bisschen dazu, ein bisschen reicher dastehen zu lassen, als man eigentlich möchte. Deswegen, es kann nicht in deinem Interesse sein, wenn das Finanzamt dein Einkommen schätzt und du denn darauf Steuern zahlen musst. Aber das ist das, was passiert. Und auch noch viel schlimmer, wenn das nämlich ein paar Jahre zurückliegt, dann musst du diese Steuerzahlung nämlich auch nochmal ordentlich verzinsen. Und wenn man dir sogar Absicht unterstellen kann, also dass du das mit Absicht nicht angegeben hast, dann reden wir auch über einiges an Strafzahlungen, eventuell Gerichtsverhandlungen oder sogar einer Freiheitsstrafe. Ich kann dir also absolut davon abraten, das Ganze nicht anzugeben. Mach's einfach von vornherein sauber. Und ganz ehrlich, so schwierig ist das auch nicht. Man kann sich in das ganze Thema relativ einfach reinfuchsen. Wir haben auf diesem Kanal hunderte Videos hochgeladen, wo wir erklären, wie du deine Finanzen, Buchhaltung und Steuern als Selbstständiger managen kannst. Und schau dir da gerne um. Wir haben fast eine Anleitung für alle Themen und alle Fragen, die da nur irgendwie auftauchen können. Wenn du das Ganze aber nicht selber machen möchtest, dann kannst du dir auch einfach einen Steuerberater suchen, der kümmert sich dann um alles. Wir beispielsweise, wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und betreuen einige Content-Creator auf den diversesten Plattformen, kennen uns also bestens aus. Wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, erfährst du, wenn du hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.